Ja, von meiner Seite aus gibt es heute nur ein kurzes Zwischenfazit und einen Ausblick für das, was noch kommt. Momentan sind leider andere Projekte und andere Fahrzeuge auch noch mit involviert. Wir haben hier keine Eile, wir werden für Mittwoch alles soweit fertig bekommen. Das Einzige, was noch gemacht werden muss für Mittwoch, ist das Ansaugsystem. Da wird das Video morgen Abend um 21 Uhr folgen. In dem Fall wird eine Aventuri verbaut, da bin ich schon sehr gespannt. Prüfstandstermin wird sein am Mittwoch um 10 Uhr, genau gleiche Uhrzeit wie letzte Woche. Da werdet ihr dann morgen Abend, am Mittwochabend, die Ergebnisse sehen. Das wird rein nur eine Messung sein. Ansaugsystem, Downpipe, Ladeluftkühler. Ja, halt die Sachen, die bis jetzt verbaut sind, einfach mal ein Unterschied von Serie zu Hardware, ob es überhaupt was bringt, die Hardware-Modifikation. Dann geht es die Woche weiter mit Drehmomentstütze, Schaltwegsverkürzung, das ist noch nicht verbaut, weil es die Zeit leider nicht zugelassen hat. Und dann der letzte Step, die Stahlflexbremsleitungen in Verbindung mit der Software. Das wird Ende der Woche der Part sein. Auch hier wird es wieder ein Video geben, jeweils wieder 21 Uhr. Ich weiß nur nicht genau, wie wir es zeitlich timen. Ich würde mal sagen, morgen Aventuri, Mittwoch Prüfstand, dann Donnerstag wieder Luft und Freitag dann die restlichen Parts. So wird es von der Zeit her laufen. Fazit wisst ihr bereits, Fahrzeug ist in allem oder in fast allem perfekt. Das Einzige, was ein bisschen das Manko ist das Thema Leistung. Ist einfach so, dass man die Leistung, die er hat, dass man die nicht so spürt. Ja, wir haben deutlich über 300 PS, wir haben deutlich über 400 Newtonmeter, aber es fühlt sich nicht danach an. Es fühlt sich eher an wie, ja, ich darf nichts Falsches sagen, ich sag mal so, es fühlt sich eher an wie 250 PS, sage ich mal ganz vorsichtig, vielleicht 350 Newtonmeter. Aber wir werden was draus machen und ich hoffe, dass dann auch deutlich mehr rauskommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die restlichen Arbeiten an diesem Projekt, werde euch da weiterhin auf dem Laufenden halten. Was ich noch vergessen habe, es werden noch ein paar Gürtel verbaut, in dem Fall ein paar Schrotgürtel. Die sind bestellt, war nochmal ein Kundenwunsch. Sind bestellt, sind auf dem Weg, wird man sehen, wie es rauskommt. Auch natürlich hier noch ein kleines Video vom Einbau. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir den wohlverdienten Feierabend. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns morgen Abend 21 Uhr beim Ansaugsystem. Bis dann, ciao.